Bilder in der Damas-Datenbank sollten vor allem eins sein: objektiv und repräsentativ. Nutzen Sie daher stets Bilder, die den Ort gut widerspiegeln. Interesse wecken, Lust machen auf und emotionalisieren. Das machen Sie mit Bildern in der POI-Datenbank Damas. Für die optimale Darstellung der Bilder in allen Ausgabemedien beachten Sie bitte folgende Hinweise. Bitte nur JPEG oder PNG-Dateien hochladen. Die Bilder sollten im Querformat sein. Ein Seitenverhältnis von 8:5 haben und mindestens 1920 Pixel breit sein. Das heißt, die Mindestgröße liegt bei 1920 x 1200 Pixel. Darüber hinaus darf der Dateiname keine Sonderzeichen enthalten, zum Beispiel kein Copyright-Zeichen. Kommen wir nun zum Bild-Upload. In der Damas-Datenbank können Sie pro POI gleich mehrere Bilder hochladen. Dabei unterscheiden wir zwischen einem Vorschaubild und der Galerie. Über Datei hochladen können die Fotos in die Datenbank hochgeladen werden. Mit einem Klick gelangen Sie zum lokalen Explorer. Wählen Sie hier ein Bild aus und klicken Sie auf Öffnen. Das Bild wird nun im Hintergrund hochgeladen. Sobald das Bild hochgeladen ist, erscheint eine Vorschauansicht des Bildes. Außerdem erscheint folgender Hinweis: Bitte geben Sie einen Bildtitel sowie den Fotograf, Urheber und die Lizenz an. Für jeden Inhalt gibt es ein separates Feld. Beginnen wir mit dem Bildtitel. Der Bildtitel sollte immer angegeben werden. Dieser beschreibt das Bild nochmal etwas genauer. In dem Fall ist es der Blick in die Ausstellung im Burgmuseum, die ESA. Der Fotograf oder der Urheber des Bildes muss immer angegeben werden. In dem Fall bin ich das. Der Rechteinhaber muss angegeben werden, wenn die Rechte von einer weiteren Person, einer anderen Person oder Institution gehalten werden. In dem Fall ist es die TMB, Tourismus, Marketing, Brandenburg GmbH. Zu guter Letzt wählen Sie über das Dropdown-Menü die Lizenz aus, die Ihnen für das Bild vorliegt. Mit den CC-Lizenzen kann ein Schöpfer bestimmte Nutzungsrechte einräumen. Werke, die damit ausgezeichnet sind, können weltweit verbreitet werden und das Urheberrecht bleibt unangetastet. Die Vergabe ermöglicht Destinationen somit die Steuerung der Außenwirkung, unter anderem in Google. Wenn Ihnen keine CC-Lizenz vorliegt, dann ist das nicht schädlich. CC-Lizenzen benötigen Sie nur, wenn Sie die Bilder offen zur Verfügung stellen wollen. Sie haben eine CC-Lizenz ausgewählt und vergessen, den Fotografen einzutragen? Kein Problem. Das System erinnert Sie daran. Die Datenbank unterstützt Sie dabei, die richtigen Felder auszufüllen. Sollte ein Nachweis fehlen, erhalten Sie entsprechende Meldungen. So können Sie hier sicher nachjustieren. Bitte beachten Sie, dass beim Verlassen oder Schließen des Eintrags ohne Korrekturen alle Änderungen am Eintrag verloren gehen. Daher immer auf die Fehlermeldung achten.